richtig dickes Ei am Arm. Extrem verkrautet. Das ganze Ufer. Ich gehe nur an euch vorbei. Ich muss richtig aufpassen auf die ganzen Treten. Da eine, da wieder eine, da, da. Mal ein Ei von einer Ente. Hallo zusammen, ich bin heute am neuen See. Ja, Pose ist raus, Winkelpicker ist raus, beides mit Made. Angefüttert habe ich. Eigentlich wollte ich mit 3 Ruten, aber wie immer mal habe ich einen Köderfisch vergessen. In der Hektik. Naja, ich hoffe, ich fange ein, dann haue ich die 3. auch noch raus. Schön vielleicht auf Hecht. Wie gewohnt zum Abschluss. Ja, ist ein großer See, ihr seht gleich noch Bilder. Werde ich dann nochmal mit der Spinnrute einmal alles abklappern. Der geht recht flach, beginnt er, sinkt tief auf 7 Meter nachher runter. So, jetzt heißt es hoffen auf einen Köderfisch und dann noch auf weitere Fische. Forellen, Karpfen, sonstige Friedfische, keine Ahnung, was hier rangeht. Also, drückt die Daumen. So, wir sind jetzt gut eine Stunde hier. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich kenne den See nicht. Wir müssen ausprobieren. Schwierig ist es auch mit dem Wind, mit der Pose. Wir haben uns eine Stelle ausgesucht, wo der Wind halt zu uns herpresst, weil man kennt es ja für Friedfisch, für Futter, für die Fische. Wird rangedrückt. Nicht immer korrekt. Manchmal fängt man auf der anderen Seite besser. So, müssen wir ausprobieren. Ne? Ich habe mich jetzt hierfür entschieden für heute. Einer wird ja wohl rangehen, oder? Aber zumindest ein Köderfisch wäre cool. Tja, genießen wir das Wetter noch weiter. Meter weiter aufwärts gelaufen vorhin und da ganz hinten, da habe ich wenigstens an der Wasseroberfläche, boah, da sind ja wieder Löcher, an der Wasseroberfläche wenigstens schon mal Aktivität gesehen. Wir ziehen um. Was ist da? Sollen wir auf den kleinen Graben weg? What? Da ist eine Brücke. Wo? Ja, sicher? Ja. Auf deine Verantwortung. Yeah. Richtiger Urwald. Ich glaube, wenn wir andersrum gelaufen, wäre es einfacher. Seht ihr, wie ich schwitze? Nur vom Laufen. Ja. So warm heute. Und ich muss dabei filmen. Ha. Aua. Ah, ah. Ah. Da hat mich was gepiekst. Ich habe ja meine Machete. Ja, mach mal Weg frei. Eigentlich wollte ich da hin. Aber da kommen wir ja irgendwie nicht durch, ne? Aber man kann nicht irgendwann von hier rum. Nee. Nee. Ein paar Meter. Ja, einmal kurz gucken.
schweißbrennende Augen. Oh. Ja, macht voll eklig. So, ich gehe jetzt nochmal in den Wald gucken, ob wir da rumkommen. Ich hoffe es, weil sonst da zurück wieder. Ey, geht gar nicht. Und bei unserem Privatheli. Ja. So, ich gehe dann mal los. Wir sehen uns gleich wieder. Und? Sieht kacke aus. Nö. So, vielleicht lohnt sich das. Ich habe jetzt mit meinem Echolot und Fischfinder einmal ausprobiert, zu gucken wegen der Tiefe. Also hier ist zum Teil richtig tief. Und er hat Alarm gelegen am Fisch. Also ich werde jetzt erstmal mit der Spinnrute einmal probieren, mit einem Spinner, zu gucken, ob da was rangeht. Und danach schwöre ich es euch, sage ich euch jetzt, verspreche ich euch, wir kriegen heute einen Fisch. Hier, an dieser Stelle, nirgendwo anders. Ich und hier geht kein nicht. A hin, weil das ist so voll gewuchert. Habt ihr ja gesehen. Das wird unsere Stelle. Ja. Yeah. Think I got lost in me out long. Think I got gold in me out long. Think I got silver in me. Erste Zupfung. Hab ein Maiskorn zur Made getan. Ich glaube, den hat er mir runtergelutscht. Die stehen auf Mais. Ich habe jetzt vorsichtig mal ein bisschen eingeholt und der Köder wegzieht, stehen gelassen, zack, wieder zupfen. Ah. Wie kriegen sie? Ja. Mais weg. Ja. Ja, nun gut. Lag am Wetter. Nee, also Fisch gab es hier genug. Ihr habt gesehen, einmal hatte ich einen Biss gehabt, viele Zupfer. Aber die wollten irgendwie heute nicht. Nun geht's zurück. Ab durchs Dickicht, ab durch den Dschungel. Und auf dem Rückweg, wenn wir durch den Dschungel durch sind, werde ich dann mit dem Blinker einfach mal ein paar Würfe machen an Stellen, wo ich denke, es könnte was werden. Sollte noch was kommen, melde ich mich natürlich. Hoffe ich, auf jeden Fall, dass ich mich melde. Ansonsten wisst ihr, wie gewohnt, die noch nicht abonniert haben, abonnieren, Daumen hoch, kommentieren, teilen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Angeltag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dahin, ciao.